Und es sieht so aus, als müssten wir hier entkommen. Aber natürlich nicht, bevor wir nicht alle Optionen erstmal ausgelotet haben. Wie belebt hier alles ist. Ich dachte, das wäre Verwaltungstrakt. Hier schlafen aber irgendwie alle. Die haben hier hübsche Zimmerchen. Ich glaube, die haben sie aus den Zellen gerettet, damit die hier ordentlich leben und schlafen können. Im Gegenzug kostet es nur ein Gebet. Oh, eine Batterie. 7 von 10. Wir wollen sparsam sein. Und hier haben wir natürlich ein Regal, was alles verbaut. Na, Glückwunsch. Da kommen wir eh nicht durch, also müssen wir da lang. Ach Alter, und gleich noch den fetten Wasserspeier im Genick, wie ekelhaft. Bete, Bruder, bete. God hates sickness. Gott hasst Krankheiten. Oder die Krankhaften. Genau weiß man das ja nicht. Uah. Hat er mal die Tür hinter uns zugemacht. Wie unverbrämt, unverschämt. Ach, jetzt sind wir hier auf der Seite. Verstehe. Und wir kommen der Kirche näher. Gott hasst Geld. Ich habe das Spiel für Geld gekauft. Oh nein. Gott, was always provides a way. Gott kennt immer einen Weg. Nein, der Lümmelmann. Die Lümmelmänner. Ich gehe einfach mal durch. My Job, you alone shall escape the Talva. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Alle bekloppt. Und der Priester ist der Nächste, der jetzt tot ist. Und er wählte offenbar den Freitod. Alter. Billys Träume. Ach, das waren die Dokumente. Ich wollte in die Notizen rein. Die Leidenschaft von Vater Martin. Ich kann nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg. Und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Ich sage, der hat langsam selber einen Schuss, einen kleinen.
Der Aufzug bringt dich zum Hauptausgang. Oh, Pater, törichter Pater. Lasst mich hinaus. Ich künde der Welt von diesem Wahnsinn, von diesem Grauen, von diesem Evangelion. Oh, ich künde der Welt, der Fahrstuhl ist repariert, da ist, ich dachte da, ich... Ich künde der Welt von... Gut, ich künde... Ach ja, 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 natürlich, der muss der Verkünder natürlich erstmal hier wieder durch die Rohre kriechen. Und ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es hält mich niemand mehr auf. Ich glaube, ich irre mich. Na, Fatty McFettfett hat mir gerade noch gefehlt. Scheiße! Fuck it! Nein, 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 nein! Na los, da oben rein! Mann, du Panse, geh! Eieieiei. Mein lieber Scholli. Wie kam ich denn nochmal zum Fahrstuhl, verdammt? Ich dachte, jetzt wäre die Geschichte schon fast vorbei. Da kommt der Fette nochmal. Ich höre ihn doch noch. Tschüss! So, wir sind beim Fahrstuhl, Gott sei Dank. Und was kommt jetzt bitte? Wir sollten noch nach draußen. Hallo? Den Fahrstuhl repariert? Evangelium verkünden? Wo geht's denn jetzt hier hin? Finde einen anderen Weg nach draußen. Leck mich doch am Sack. Ach du Scheiße, wo sind wir denn hier? Hallo? Da ist die... Framerate mal kurz weg. Wo sind wir denn hier? Sind das geheime Labors oder was? Wall Rider Project. Und ich wollte sagen, der einzige, der uns noch fehlt, der jetzt nicht tot ist, das ist dieser Wall Rider, der Geist. Aber ich dachte, mit dem Tod des Padros, mit dem Tod des Paters, hätte sich das jetzt fast erledigt, dass wir quasi auch verrückt sind, nach draußen gehen. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary Shelley, 1818 anonym veröffentlicht, Kapitel 23, Auszug. Oh Mensch, so rief ich, wie verblendet verharrest du doch in deinem Weisheitsdünkel. Genug, ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet.
Zornentbrannt und aufgewühlt stürzte ich von dannen und kehrte nach Hause zurück, um über geeignetere Schritte nachzusinnen. Frankenstein übrigens sehr empfehlenswert. Das Buch einerseits und natürlich auch der Film mit, ich glaube, Robert De Niro war es. Sehr cool. Und ich glaube, wir sind tatsächlich in den unterirdischen Labors. Warte mal, ich versuche nochmal ganz kurz da zu filmen. Vielleicht kriege ich noch eine Notiz dazu. Aber offenbar ist hier irgendwas entkommen, irgendwas ausgebrochen. Ich will nur... Da, siehst du, ich krieg eine Notiz. Gut, dass wir gefilmt haben. Scheiße, scheiße, scheiße! Wer auch immer meine Leiche findet, trauen Sie keinem und sagen Sie es allen. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, das behaupten nur Verrückte. Aber ich bin so zurechnungsfähig, wie es die Welt erlaubt. Und ich habe eine Kamera voller Beweise. Das ist kein Evangelium. Es ist ein absurder Spott. Lassen Sie die Welt wissen, dass das Murkoffs Fehler ist. Dass das Murkoffs Fehler ist. Entschuldigung, begraben Sie diese Bastarde mit meiner verstümmelten Leiche. Oh Mann, ich frage mich, wer das hier unten gewesen ist. Block A. Dann haben sie hier unten quasi Experimente mit den Verrückten gemacht, oben aus dem Dingens. Das wussten wir ja schon, dass da Experimente vor sich gingen. Ich wusste aber nicht, dass hier unten so eine quasi Hightech-Labors sind. Morphogenischer Motor, die Kammern für den morphogenischen Motor. Huch. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir hier unten landen, muss ich ehrlich sagen. A003. Und offenbar haben hier auch andere nicht damit gerechnet, dass hier irgendwas ganz anderes landet. Irgendwas ist hier furchtbar, furchtbar schief gegangen. Medication sah aus wie Schokolade. Ich wollte gerade reinbeißen. Eine Kamera. Die sind alle kaputt, die Kameras. Alle kaputt. Lüftungsschächte. Sollten wir uns vielleicht merken. Oh, hier muss man immer den Abwasch machen. Das sieht nicht aus wie ein Darm. Das sieht aus wie ein... Als hätte jemand einen Fötus gegessen im Darm, sozusagen. Und noch eine Akte. Projekt Wallrider. Obduktionsbericht MM1300921. Formhinweis. Alle Inhalte müssen umgeschrieben und überarbeitet werden, um den rechtsverbindlichen Anforderungen der Akten der Murkoff Corporation zu entsprechen. Siehe Formular 4083. Autor Jennifer Rowland. Anmerkung. Meine 14. Autopsie eines Wallrider-Patienten. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm besser angeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellmigration und Morphogenese hat leicht zugenommen, mit ähnlichen Effekten wie beim menschlichen Wachstumshormon, aber nichts, was auf die stabile Schaffung eines empfindungsfähigen, unabhängigen Schwarms hindeutet. So müde, zweifle an meinem Urteilsvermögen, werde einen weiteren Urlaubsantrag stellen. Die psychologische Belastung, mit so weit fortgeschrittenen und gereizten Patienten zu arbeiten, ist größer, als ich bewältigen kann. Werde vorschlagen, weniger Hoffnung in die weit hergeholten Theorien eines senilen Alten zu stecken und stattdessen einen einfachen mechanischen Antrieb zu verwenden, der hauptsächlich auf Spermaproteinen basiert. Der würde bei mir weit kommen. Entschuldigung. Werde auf jeden Fall eine stärkere chemische Fixierung ansprechen. Die Murkoff-Sicherheitsleute haben Patienten 921 getötet, nachdem Beruhigungsmittel, die für ein ganzes Hockey-Team ausreichend gewesen wären, nichts anhaben konnten. Ich fürchte, die Hormontherapie und unsere chemischen Fixierungen haben eine gegenseitig kontraproduktive Wirkung. Ja, aha. Patient 1287b. Ist da irgendwas verdächtig? Ich kenne mich leider nicht mehr gut genug aus. Und hier brauchen wir überall ein Passwort. Und die Gänge sind so weitreichend, Delivery Exit, dass ich das Gefühl habe, dass uns irgendwas angreifen wird. Und wir hier wieder rennen müssen. Es sieht hier nämlich sehr verdächtig nach Slalom aus. Oh, CPU-Kühlung. Es sieht hier sehr verdächtig nach einem Wettrennen aus und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wohin.
Man muss schon zugeben, man hätte gar nicht mehr damit gerechnet, überhaupt noch einen Szeneriewechsel zu sehen zu kriegen. Die ganze Zeit stolpern wir durch das Irrenhaus. Dann am Ende haben wir noch den der Verwaltungstrakt sah zumindest nochmal anders aus. Aber jetzt dieser krasse Bruch, dass wir einfach irgendwo unterirdisch in diesen Labors rumhängen. Wieso hat uns Vater Martin nach unten geschickt? Er wollte uns doch in die Freiheit entlassen, um das Evangelium zu verkünden. Und jetzt hängen wir da unten im Keller rum. Gegen wen sollen wir jetzt noch antreten? Gegen den Wallrider?